sure. Things that ate Yuri. Crow plants. I don't care for Milan's pets. Just let me know when the scan's finished. Secondary containment is now accessible. Head through to the other tram station. Ich will nicht weiter. Ich will nicht weiter. Alter. Vor allem haben wir auch immer noch das da hinten. Das da. Der Sicherheitswachmann ist offenbar im Sitzen gestorben. Der gepolsterte Sessel neigt sich in einem Winkel zurück, in dem der Körper für sehr lange Zeit gehalten wird. Hm. Kann ich denn... Ich muss ja irgendwie hier... Nee. Ich will da rein. Ich will da irgendwie rein. Wie komme ich da rein? Ich glaube nicht, dass ich da schnell genug hinkomme, wenn ich da hinrenne. Nee, ich kann gar nichts machen. No. Crazy. I don't know what I was thinking there. I think that'll just break it. Kann ich nicht den Stuhl irgendwie... Nah, that's ridiculous. Irgendeinen Stuhl aufbohren? Also ob... Ich hätte jetzt gerne den Stuhl einfach dahingestellt. Ich brauche da irgendwas, was sich vielleicht bewegt vor diesem Bewegungsscanner. Also vor dem Bewegungsmelder oder so. I don't know what I was thinking there. Ich kann hier. Ich kann hier sonst nichts machen, außer das da. Ich hätte mich gerne das PDA von Anderson. Gott, ich will nicht weiter. Warning. Serotonin levels are abnormal. Entertainment blocked. Da kommt vielleicht die Musik her. Ach, das haben wir in der Dings gesehen, in der, glaube ich, in der einen Kamera. Das sieht mir so aus, als wäre das hier so toxisch. Die Scheuerspuren auf dem Fußboden vor der Tür deuten darauf hin, dass sie häufig benutzt wurde. Monitore.
Das Quartett an Monitoren starte ich mit ausdruckslosem Blick an. Was ist das? Sleep? Block? Mess? Hm? Das pausenlose Flackern des Lichter trägt nicht gerade zu deinem Sicherheitsgefühl in diesem Vorstock. Nein, vermute ich nicht. Komme ich da rein? Es ist mir hier definitiv zu dunkel. Ohne die Pflege durch Systeme oder Mitarbeiter ist dieser einst stolze Baum verwelkt und ausgedörrt. Das Sicherheitsfeld für den Eingang zur Bahnstation B. Ich habe nur das Gefühl, wenn ich das jetzt aufmache, kommt hier Gas rein. Tür verriegelt aufgrund von Atmosphärensteuerungsaufhebung. Lassen. Tote Pflanzen. Einst als farbenfröhlicher. Was? Farbenfröhlicher, genau. Einst als fröhlicher Farbfleck im Raum gedacht, ist das Gebüsch nun knochentrocken und die Blätter sind abgefallen. Jetzt muss ich irgendwas machen. No power to the elevator. Da irgendwas machen. Monitor, nein. Ich möchte da ehrlich gesagt nicht wirklich reingehen. Da ist alles dunkel. Trau dem nicht. Dämliches Spiel. Mach's doch das Licht noch lauter an. Ich werd hier noch wahnsinnig. Oh. Das da hinten pulsiert. Organisches Gewächs. An den dicksten Stellen des verwobenen Gewächses bilden sich knollenförmige Knoten. Knoten, eine Form, die auf gespenstige Weise einem menschlichen Körper ähneln. Ja, mit ein bisschen Fantasie. Wenn du zuhörst, kannst du das Krächzen eines schweren Atmens hören. Ich will das gar nicht hören. Können wir das bitte einfach... Von irgendwo hier unter dem Gitterboden steigt ununterbrochen Dampf auf, aber das ist harmloser als das Gas in diesem Raum. Aufgerissener Gitterboden. Teil des Stahlgitters wurde nach oben gedrückt und zerknittert wie Knüllpapier. Das Innere der darunterliegenden Ebene ist entblößt. Ich gehe damit sicherlich nicht runter. Das ungewaschene Bettzeug riecht nach Schweiß und Schimmel. PDA. Und da ist noch ein PDA. Eins... Ist das eine 1 oder eine 7? 0, 1, 2, 3, 5, 8. Laundry Day on Monday? Call. Keine Ahnung. Isabella. Spalding. 12. Da steht's jetzt drüber. Komisch. 12. April. Und wieder ein langer Tag in der Hydrokultur. Ich habe heute Karotten gepflanzt. Dieser Ort ist echt zum Kotzen, aber ich nehme an, je länger ich für die Cancorp arbeite, desto schneller kann ich diesen nutzlosen Uterus in meinem Unterleib austauschen. Okay, sie möchte also einen gebärfähigen Uterus haben. 1. Mai. Harry ist ein Beschützertyp, aber keiner von der süßen Sorte. Ich fühle mich ein bisschen unbehaglich. Seine Versuche, meine Ehre zu beschützen, seine Worte, jedes Mal, wenn mir Grant auch nur einen Blick zuwirft, kommen mir beunruhigend bekannt vor. Moment.
Deine Versuche, meine Ehre zu beschützen, jedes Mal, wenn mir Grant auch nur einen Blick zuwirft, kommen mir beunruhigend bekannt vor. Ich habe da irgendwie, glaube ich, den geistigen Faden verloren. So war mein Ex-Mann auch. Ein ganz und gar nicht... Was? Ich bin ganz und gar nicht bereit, mir schon wieder so eine Scheiße anzutun. 25. Mai. Für die Hälfte vom Schiff gilt ein Lockdown und das schon seit zwei langen Wochen. Offenbar sind heute zwei neue Wissenschaftler an Bord gekommen. Vielleicht können sie das Problem lösen. Aber was weiß ich schon. Ich verdiene mein Geld damit, Gemüse zur Fortpflanzung zu bewegen. 20. Juni. Ich muss gestehen, Harrys Gestalke kann manchmal echt gut sein. Er züchtet Kräuter für mich, damit ich Tee kochen kann. Bei diesem ganzen neuen Security-Bullshit würde ich mich nicht trauen, Firmenressourcen privat zu nutzen. Ich habe es getan, als hätte ich eine kleine Schwäche für Grant. Ich habe nichts, aber so bleibt Harry bei der Stange. Habe ich nicht, aber so bleibt Harry bei der Stange. 23. September. Harry hat sich entschieden, noch eine Runde länger auf der Gloomwreck zu bleiben. Er war berechtigt, das Schiff mit dem Schichtwechsel zu verlassen, aber er hat sich entschlossen zu bleiben. Meine Güte, ich frage mich, warum er das macht. Er ist ein erwachsener Mann, verdammt nochmal, aber er führt sich auf wie ein liebeskranker Teenager. Und er muss verdammt nochmal aufhören, mich Belle zu nennen. Ich heiße Isabella, wie die Königin von Spanien. 30. Oktober. Immer wieder kommen mir Gerüchte zu Ohren über einen Pilz, der sich überall auf der Groom Lake ausbreiten soll. Ich will doch sehr hoffen, dass das Zeug nicht hierher in die Hydrokulturen kommt. Ich wäre untröstlich, wenn meinen kostbaren Sellerie etwas zustoßen würde. 1. November. Das war wohl nix. Heute kam ich in die Hydro und alles war von diesem merkwürdigen Pilz überzogen. Harry hatte tatsächlich eine ganz gute Idee. Wenn wir diesen Pilz mit einer Art genetisch verbessertem Superchampignon bekämpfen, was, wenn wir... Superchampignon, okay. 14. November. Und nein, Pilze zu kreuzen hat die Lage nicht verbessert. Hoffentlich kommen die Notrationen bald an, es sei denn, die Leute wollen diese... Angelinge? Keine Ahnung, aus der Hölle essen. Diese Scheiße wird doch gefährlich. 19. Dezember. Es hat Menschen gefressen. Manche sind sogar tot. Ich habe ja schon den Lockdown erlebt, aber das war keine Massenpanik wie das hier. Ist das bald vorbei? Oder überhaupt irgendwann? Harry hat mir geraten, im Schlafblock zu bleiben, weil es draußen zu gefährlich sein könnte. Mann, echt, ich habe 28 Jahre lang ohne Harrys Hilfe auf mich aufgepasst. Ich komme schon klar. 24. Dezember. Ich werde die letzten Tage meines Lebens nicht damit verbringen, das hilflose Weibchen zu spielen, und ich werde mich nicht an Harry klammern. Und wenn er der letzte Mensch sein sollte, den meine brechenden Augen erblicken werden. Brechende Augen? Okay. Der braucht sich keine Hoffnung zu machen. Das war's? 24. Dezember. Solche Ausdrücke an Weihnachten. Kann ich da hingehen oder frisst mich jetzt gleich was? Stimmt. Also hier so der Arm. Der Kopf? Der Arm, der sich hier... Wie wenn man so gleich gekrümmt da sitzt. Hier ein Bein. Oder das auch ein Bein. Hier ein Bein. Hier ein Bein, hier fängt der Arm an, hier ist der Kopf, hier ist ein Arm, da ist der Körper. Oder es ist einfach das Matrixing. Das ist, wenn das Gehirn aus Flecken plötzlich irgendwelche Gebilde macht, weil es einfach irgendwas braucht. Keine Ahnung, warum es das genau macht, aber das sorgt dafür, dass wir halt einfach in Wolken irgendwelche Dinge sehen, die wir kennen, zum Beispiel. Noch ein PA von Shelby Isaacson? Isaacson? Hm. Und weiter geht's!
19. März. Heute habe ich es nicht einmal geschafft, mich aus dem Bett zu quälen. Es hat aber niemand irgendwelche Fragen gestellt. Das läuft also. 30. März. Manchmal, wenn ich aufwache, warte ich so lange, es geht, bis ich das erste Wort spreche. Dieses Wort dient dann als Prognose, wie beschissen der Tag werden wird. Natürlich hat Isabel mich geweckt und gefragt, ob ich lieber mit Grant oder Harry vögeln würde. Ich dachte, sie wäre so eine Art Feministin, die keinen Mann braucht. Heuchlerin. Um diese Frage zu beantworten, müsste ich erst einmal ein bisschen Recherche betreiben. Harry reicht dafür schon. Na, ich weiß nicht. Feministen sind doch nicht dann automatisch asexuell oder homosexuell veranlagt, oder? Sie suchen sich dann vielleicht einen Mann, den sie unterdrücken können. Nein, um Gottes Willen. Ich habe keine Ahnung, wie Feministen sind. Ich kenne keinen Feministen. Also jetzt keine so 100 pro Feministin. Natürlich kenne ich Damen, die gewisse Einstellungen zu gewissen Dingen haben. Zum Beispiel Gleichberechtigung im Job. Was Bezahlung angeht. Gleiches Geld für gleiche Arbeit, unabhängig vom Geschlecht. Aber so denke ich auch. Und ich bin trotzdem keine Feministin. Gucken wir mal. 14. Mai. Ich schätze, ich bin verpflichtet, über den Lockdown des Schiffs zu berichten, weil es ja schließlich lebensbedrohlich ist und so. Ich weiß nicht mal, warum wir diese PDAs mit uns rumtragen. Ich werde diesen Müll doch sowieso nie wieder lesen. 5. August. Die Fördermittel für die Groom Lake wurden um 300% erhöht und ich habe das Gefühl, wir treiben noch mehr fragwürdige Scheiße damit. Willkommen an Bord der Groom Lake, wo du für das Universum nicht existierst und für den Vorstand nicht existierst. Wo nichts wirklich existiert. Die Menschheit wird austicken, wenn die das irgendwann mal kapiert. 29. Oktober. Grant ist also schwul. Oh, ich wusste doch, ich habe gesehen, wie er Harry abgecheckt hat. Ich schweige wie ein Grab. Oh. Hätte Harry das mal gewusst, hätte er sich viel Eifersucht ersparen können. Isabella wäre vermutlich eifersüchtig gewesen. Aber vielleicht wäre Grant für Harry besser gewesen als Isabella. Die scheint ihn ja eigentlich nur ausgenutzt zu haben. Während Grant richtig Interesse an ihm hatte. 2. November. Das wird ein langer, qualvoller Tod, wenn wir nicht bald diese Ration bekommen. Vielleicht muss ich anfangen, meine Mitbewohner aus dem Block zu töten und zu verspeisen. Mit Grant fange ich an. An dem ist am meisten dran. Harry kommt zuletzt. Von dem will ich so schnell nicht wieder etwas in den Mund nehmen. Oh. 10. November. Hey, jemand macht Alk. Die Menschheit hat definitiv den Höhepunkt der Technik erreicht. Schwarzgebrannte aus dem All. Da lacht mein Herz und freut sich tüchtig. Her damit. 11. November. Geschmack 0 von 10. Effektivität 10 von 10. Dieses Zeug hat mindestens 120 Volumenprozent. Musste was machen, das mir kein bisschen leid tut, um das Zeug zu kriegen. Und das war es absolut wert. Also mit irgendjemandem vögeln, gehe ich mal davon aus. Mit Sex kommt man hier wohl relativ weit. 23. November. Die Schnapsvorräte gehen zur Neige. Essen ist genug da. Was für eine Enttäuschung. Und ich dachte, ich würde heute Abend eins von Grants Beinen in Schnapsmarinade gießen. So ein Jammer. Immerhin bin ich nicht verhungert. 19. Dezember. Einerseits ist etwas Spannendes passiert. Andererseits werde ich vermutlich sterben oder so. Ich bereue nichts. Nicht mal das, was ich getan habe, um den Schwarzgebrannten zu bekommen. Ich werde nochmal einen Schluck trinken. Mein Mund ist trocken. Wie die Wüste. So viel vorzulesen. Alter Schwede. 25. Oh, du meine Fresse. 25. Dezember. Ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht und mir fällt ganz ehrlich nichts ein, das ich bereue. Nicht die Nummer mit Harry. Nicht, dass ich mich der Musik statt der Physik gewidmet habe. Nichts. All das hat mein Leben zu meinem Leben gemacht. Das Leben geht so oder so weiter. Von daher ist es wohl am besten, mit dem bisschen zufrieden zu sein, was ich habe.
Irgendwann verschlingt das Universum Atom für Atom. Ich bin stolz darauf, wie weit es diese Atome gebracht haben. Von dem ersten Moment, als sie sich zusammengetan haben, um Shelby Isaacson hervorzubringen. Bis dorthin, wo sie jetzt sind. Oder? Das könnten natürlich auch Shelby und Isabella sein, die von dem Zeug überwuchert wurden, nachdem sie gestorben sind. Wäre eine Möglichkeit. Ich möchte aber ehrlich gesagt gar nicht runter. Ich möchte echt nochmal raus. Und da rein. Mother had a lung that was covered in fat. Father had a tongue that was also black. Is anyone there? They didn't care for us. We didn't care for them. And so it happened again and again. Skin like a crocodile and eyes like sin. The orgy consumed them from within. Alter. Feldbett. Die kreuz und quer herumstehenden Feldbetten sehen aus, als ob sie mit voller Wucht aus ihrer ursprünglichen Position gerissen wurden. Ist dasselbe? Die kreuz und quer herumstehenden Feldbetten könnten fast das Gefühl von einsamer Ruhe vermitteln. Wären da nicht menschliche Innereien, die über dem Raum verstreut liegen? Leichnam. Diese Leiche wurde brutal verletzt. Das Bein ist noch ein sehnenloser Knochen. Was? Das Bein ist nur noch ein sehnenloser Knochen. Ein weiteres grausames Opfer dieser willkürlichen Abschlachtung. Dies hier hat einen merkwürdig sehnsüchtigen Gesichtsausdruck, als ob es von einer Furcht zu den hübschen Landschaften an der Wand träumt. Flucht. Ich kann mir da irgendwas holen. Poor bastard. Looks like he didn't even manage to get out of his bunk. Oh, das ist Grant. Ist das andere dann vielleicht Harry? Grant Patterson, 24. April. Was ist schlimmer als Hausmeister zu sein? Hausmeister im Weltall zu sein. Diese Scheiße, mit der ich mich hier wortwörtlich herumschlagen muss, ist nicht zu fassen und das meine ich so. Mein Job ist es, das Recycling des Methanausstoßes von menschlichen Abfällen zu kontrollieren. Beschissen ist echt eine Untertreibung. Außerdem kann ich meinen Kollegen kaum verstehen. Ich glaube, er ist Pole, aber er spricht nur Spanisch. 20. Juni. Isabella hat mit mir gesprochen. Ich hoffe, sie will nichts von mir. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Selbst wenn sie ein Mann wäre. Sie ist einfach so schwierig. Ich glaube, dass sie mit Absicht den Anschein erweckt, sie könnte Gefühle für Harry haben, nur damit er dranbleibt. Der arme Kerl ist besessen von ihr. Das ist irgendwie gruselig, aber ein klitzekleines bisschen niedlich. Habe ich jetzt auch nichts verpasst? Nee. Weil er gerade nicht reagiert hat, hatte ich fast Befürchtung gehabt, etwas übersprungen. 29. Juni. Ich glaube, Jupiter ist endlich ausgewachsen. Sie war so ein süßes kleines Kätzchen. Oh, eine Katze. Jetzt ist sie groß und hat keine Lust mehr zu kuscheln. Oh. Harry ist allergisch. Er denkt, ich habe Jupiter nur in meiner Nähe, um ihm das Leben schwer zu machen. Ist aber wirklich nicht so. Klar ist sie manchmal im Weg. Aber sie ist das einzige Lebewesen, das mich wirklich versteht. Ich liebe mein kleines Kätzchen. Großes Kätzchen. Oh, hier gab es eine Katze. Oh, das wird doch hoffentlich nicht das arme Ding da sein, das was da so liegt. 2. Juli. Isabelle hat Harry heute eine gescheuert. Ich glaube, er hat sie direkt mit einem Kosename angesprochen. Ich hätte mich gefreut.
Der Ärmste. 11. August. Es ist alles so ereignislos hier. Vielleicht ist das ja sogar gut so. Ich habe versucht, mit Isabella zu sprechen, um herauszufinden, ob sie an Harry interessiert ist. Ich glaube nicht, aber ich will sicher gehen. Dann könnte ich ruhiger schlafen. 8. Oktober. 64 Tage Urlaub zu gewinnen. Resortübergreifend? Was für ein blöder Witz. Die Küche, Security und das Wartungsteam dürfen nicht mehr mitmachen. Und das, obwohl sie das Schiff am Laufen halten. Ach, Moment. Ich schätze, das macht Sinn. Okay. Ja, so ein bisschen. Ganz kleines bisschen. 29. Oktober. Die Pilzscheiße ist überall, sogar schon an der Methanansammlungsanlage. Shelby ist so eine dämliche Kuh. Sie meinte, sie hofft, ich krieg Krebs davon. Aber so könnte ich mit neuen Organen nochmal anfangen. Gesponsert von Crying Corp, versteht sich. Kane Corp, Entschuldigung. Ich habe zu ihr gesagt, dass es nur ein Organ gibt, das ich wirklich will. Aber dass Harry ja zu sehr damit beschäftigt, Isabella hinterher zu rennen. Daraufhin meinte Shelby, ach, jetzt macht alles einen Sinn. Schnapp ihn dir, Mädchen. Aber ich bin kein Mädchen. Hätte schlimmer sein können. Ich hoffe nur, sie kann die Klappe halten. Mein Leben geht echt nicht jeden was an. 13. November. Dieser Champignon-Plan, den die von der Hydrokultur sich ausgedacht haben, funktioniert nicht. Wenn es irgendwas geändert hat, dann ist es das Leben in der Anlage jetzt noch. Dann ist das Leben in der Anlage jetzt noch anstrengender. 19. November. Die Leute beschweren sich bei mir über die merkwürdigen Gerüche, die aus der Lüftung kommen. Ich schwöre, das ist nicht die Anlage. Ich riech das auch. 22. November. Notrationen. Ich habe zuerst ein bisschen Essen für Jupiter geklaut. Sie hatte sich ein bisschen komisch benommen. Ich habe heute festgestellt, dass Harry das Essen total niedlich in sich reinstopft. Er schaut sich immer ganz genau an, was er da essen wird, bevor er reinbeißt. Und dann stopft er sich so viel in den Mund, wie reinpasst. Ach ja, es sind die kleinen Dinge. 19. Dezember. An verschiedenen Stellen auf dem Schiff ist der Strom ausgefallen. Hoffentlich ist die Anlage nicht als nächstes dran. Das würde sicher kein gutes Ende nehmen. 19. Dezember. Ich habe Jupiter seit dem Beben nicht mehr gesehen. Alles, was ich habe, sind Vermutungen. Oh Gott, ich hoffe, sie ist in Sicherheit. Ich will nicht wissen. Nein, ich will auch nicht, dass Harry bei der ganzen Geschichte verletzt wird. Er ist so ein kleiner Kerl. Ich laufe die ganze Zeit Isabella hinterher, um in Harrys Nähe zu sein und dafür zu sorgen, dass er okay ist. Ich weiß nicht mal, was los ist, aber auf einmal spielt es gar keine Rolle mehr, ob er jemals etwas für mich empfinden könnte. 22. Dezember. Die Jungs, die los sind, um die Station B zu bearbeiten, sind immer noch nicht zurück. Ich habe versucht, jetzt so viel zu schlafen wie möglich, damit ich fit bin, wenn hier alles den Bach runtergeht. Geweint habe ich ein bisschen. Zum Teil wegen Jupiter, zum Teil aus Gründen, die ich nicht verstehe. 24. Dezember. Ich will Harry nicht belasten, indem ich ihm sage, was ich fühle. Ich weiß ja, dass ihn das nur verwirrt und aufregt. Ich habe ja wirklich Hoffnung, dass wir hier alle rauskommen. Aber Shelvis Pessimismus ist ansteckend. Ich weiß nicht, ob ich wohl nochmal die Chance bekomme, jemanden mein Herz zu öffnen. Ich kann es nur hoffen. Aber Harry kann ich es einfach nicht sagen. Och, der Arme. Seine Katze ist weg. Die hat vermutlich irgendjemand gegessen. Und Harry beachtet ihn nicht. Er wird nie irgendwie einen Partner finden mehr. Die Fliegen zählen nicht. Warum sind eigentlich Fliegen hier? Wo kommen die her?